zumindest mal ist es, gibt es eine Entwicklung im Fußball. Damals, auch bei der EM, wäre es undenkbar gewesen, nicht mit zwei Stürmern aufzulaufen. Wenn man das heute weltweit oder europaweit beobachtet, ist es ja gang und gäbe. Sicherlich hat jeder so eigene Präferenzen. Ich glaube, dass auch gerade Kießling hier aus Leverkusen so eine Rolle erfüllen könnte. Letztendlich glaube ich, dass er schon ähnlich wie Mario Gomez spielen kann, gerade weil Mario jetzt verletzt ist. Aber das entscheidet der Bundestrainer. Man sieht, dass das nicht nur die Clubchefs, sondern auch die Spieler und auch die Mediziner thematisieren. Es ist ja nicht nur eine fluxe Idee oder eine Ausrede, warum man jetzt mal ein Spiel verloren hat oder warum mal die Leistung im Moment noch nicht so stimmt. Dem sollte man schon Respekt zollen. Diese Vermarktung des Fußballs macht es nur dann Sinn, wenn insgesamt dann letztendlich die guten Spieler, die namhaften Spieler auf dem Platz stehen und auch die dementsprechenden Leistungen bringen.